Heute habe ich ein spezielles SBB für euch. Vertraut mir, ihr werdet es mega feiern. Ihr seht erstmal meinen Starspieler, den Mbappé, und bei meinem Gast haben wir CR7. Heute werden wir ein Buy für Sky Team bauen und ihr wisst, wie das läuft. Und nachdem wir mit dem Spiel anfangen, tauschen sich drei Spieler des Teams. Das heißt, drei Spieler von mir gehen zum Gegner Team und vom Gegner Team kommen drei Spieler zu meinem Team. Und diese drei Spieler, wenn die ein Tor machen, zählen die Tore doppelt. Und damit, was ich glaube, meine Freunde, Enzo wieder hier. Wenn euch die Idee gefällt, lasst auf jeden Fall direkt ein Like und ein Abo. Da habe ich von Max. Und Max ist dann direkt am Start. Max, was geht ab? Hey, Freunde, was geht? Ein angenehmes, gut Kick in die Runde. Ich glaube, Starspieler sind allein schon sehr, sehr geil. Und wenn wir da noch so coole Karten drumherum kriegen, so ein Buy for Sky Modus, so sehe ich mich eigentlich Bock aufs Game. Und ich hoffe, dass ich dann deinen Starspieler rübergetauscht kriege. Das wäre auf jeden Fall geil, Freunde. 1000 Likes sind das Ziel und es fehlen nur mehr so 1800 Abonnenten für die 50.000 Abonnenten. Pusht euch rein. Wenn ihr schon das Video guckt, dann lasst auch ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch Max ab, da haben wir auch was gedreht. Und ohne viel zu reden, können wir auf eine random Position gehen, Bro. Ich nehme jetzt einfach mal diese Position, dann stellen wir einfach 27.500, genau, beim Mindestpreis 27.500 heute. Und solltet ihr die 1000 Likes schaffen, gehen wir immer weiter höher und höher. Ihr wisst, letztes Jahr waren wir schon bei 1 Million oder so, das war geisteskrank. Und wenn du willst, ich drücke schon mal suchen, hab meine erste Seite, du kannst eine Zahl von 1 bis 10 sagen. Ja, ich hatte gerade auch schon auf Suchen gedrückt, da hatte ich ja keine Position, jetzt gebe ich erstmal die Position noch ein. Und dann würde ich sagen, kriegst du mal die, schlimmsten, die 2, gib dir mal zum Anfang. Digga, das kann nicht wahr sein, ne? Ey, Max. Auf der Seite ist 9-mal der gleiche Spieler. Und rat mal, welchen Spieler du triffst. Ich weiß es nicht, Karl. Was meinst du? Junge, nicht den Spieler, den es 9-mal auf der Seite gibt. Du triffst genau den Spieler, der einmal auf der Seite ist, ne? Das ist geisteskrank. Ja, Junge. Also Chemietechnik ist ehrlich Müll. Der hat sogar in meiner Stadt gespielt, der hat bei GAK gespielt, in Graz, aber ich spoilere nicht mehr. Dann würde ich bei dir einfach die Nummer 3 nehmen. Die Nummer 3, perfekt, da habe ich einen Spieler, der war 9-mal auf der Seite, wir haben beide ZM gesucht, viel Spaß mit Linden. Hast Bernardo Silva bekommen, ne? Ja. Junge, ist geil. Ich perfekt. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit der nächsten Position. Ich stelle wieder 27.500 ein als Startpreis und die Position und dann würde ich sagen, drücke ich jetzt mal auf 3 bei dieser hier und ja, ne, ist okay, ist eigentlich alles. Ja, es geht eigentlich einiges ganz gut. Ich nehme auf der Seite 2 die Nummer 1 bei dir. Ja, der passt zwar nicht von der Chemie rein, aber kriegen wir schon irgendwie reingebaut. Hast du auch gesucht? Ich habe auch schon gesucht, ja. Perfekt, okay, dann gehst du mal bitte mit der 10. Komm. Ja, du bist doch der Beste. Ich habe nie an dir gezweifelt. Der passt super rein. Guter Nation, Link. Junge, sehr geil. Ja, Milinko. Okay, warte mal. Franzose hat er. Ich hoffe nicht. Nee, obwohl Mbappé hat er schon. Ne? Perfekt. Ey, der ist ehrlich super, ne? Also wirklich, der ist top. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, wir können auf jeden Fall direkt zur nächsten Position gehen, wenn du willst. Ja, bin ich auch schon. Dann nehme ich diese Position. Dann geben wir den Startpreis ein. Und dann let's go. Come on. Ja, wir suchen, ich bin wir auch. Suchen. Sag du jetzt mal wieder zuerst. Okay, ich würde sagen, direkt die Nummer. Die 5 würde ich bei dir nehmen. Die 5, das ist Retalk, das ist, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich will es gar nicht sagen. Das ist die schlechteste Position, die schlechteste Karte, glaube ich, auf der Seite. Ne? Ja, das ist ehrlich, so schlecht? Ja, das ist abstand die schlechteste Karte. Weißt du was, deswegen kriegst du auch mal die 5. Ich hoffe, bei dir ist auch was richtig Geiles. Ey, wieso habe ich nicht die 9 genommen? Ja, wäre besser gewesen, wäre für uns beide besser gewesen. Ja, die Nummer 5 bei mir passt chemietechnisch ehrlich rein. Aber Bro, ich spoiler dir Pace, ne? Ja. 53 Pace. Nein, hör auf. Haben wir also, meine auch. Ist es eine Frau? Hä? Ist es eine Frau? Was auch auf Innenverteidiger? Ja. Oh mein Gott. Ey, du, wir sind in unseren Köpfen drin, Digga. Ich schwöre, das geht gar nicht. Ey. Renat, ne? Ja, Renat, geisteskrank. Ich auch. Bro, wir sind einfach in unseren Köpfen drin. Noch nie sowas erlebt, ehrlich jetzt. Okay. Wir haben das beim ZM war das gerade auch so, ne? Ja, bei ZM gerade auch schon. Bei IFO ist eine Hilfe, Junge. Ich sage jetzt immer nur noch die Position an, die ich auch haben will, sage ich. Okay. Wir können direkt zur nächsten Position gehen. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf FIFA unbedingt LMXP ab. Hier findest du wie ich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code ENZAL für 5% Rabatt. Ja, hast du schon auf 3 gedrückt? Nämlich, ich würde dir jetzt mal empfehlen, auf die zweite Seite zu gucken. Okay, zweite Seite. Ja, machen wir die zweite Seite jetzt nur mal so. Also eigentlich machen wir das nicht so, aber ich wollte nur mal kurz antesten, ob da was auch ist. Dann gehst du mal da bitte mit der Position auf 2. Auf 2?
Ja, zweite Seite, zweite Dingens. Ja, ist schon Müll, sag ich dir ehrlich. Dann gehst du bei mir oder bei dir auch auf die Seite Nummer 2, aber den Spieler Nummer 3. Okay, 3. Ah, es ist sogar ein. Also es gibt Chemie, aber. Kein guter Spieler, ne? Lass mal es gut sein. Machen wir weiter, wir holen ihn mal ganz kurz. Ey, was ist passiert mit den Informs, Digga? Die sind ja geisteskrank gestiegen. Ja, ja. Auf 40, 45k, ne? Ja, 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 genau. Hast du da investiert, Junge, wärst du morgen Joe Biden, Alter? Ich hab sogar gewusst, dass man in die investiert, oder? Aber ich hab's nicht gemacht. Ja, ich auch. Ich bin so faul, Mann. Klassiker, Freunde. Ja, ich hab 6 Millionen Coins rechts oben liegen. Okay. Ja, okay, nächste Position. Ja, bei mir auch. Ich gehe auf Transfermarkt, ich gehe auf Suchen. Willst du zuerst ansagen? Okay, ja. Ich gehe mal auf die Position. Dann würde ich bei dir Seite Nummer 5 nehmen. Na, okay. 3, 4 und jetzt die 5. Und den Spieler Nummer 1. Ja, den habe ich schon in meinem Team, kann ich sagen. Auf okay, einer Position. Dann Nummer 3. Auch. Also ich kann dir spoilern, da sind sehr, sehr viele von der. Soll ich da ja, okay, du bist wieder auf ZM, ne? Eventuell. Digga, das ey, warte, ich bin auch auf ZM, das kann ja nicht wahr sein, Junge. Hör auf, ich alles, Digga, das kann nicht wahr sein. Zimmer, warte mal, wo bist du? Ich muss mal, Junge, ich muss mein Zimmer irgendwie. Das kann nicht wahr sein, dass sie die ganze auf der gleichen Position sind. Digga, das ist geil, jetzt krieg ich Angst gerade wirklich, ne? Nummer 8, das ist auch bei Anderson Silva. 9, überall. 10, auch, 1, auch. 2, 3, 4. 2 ist bei Anderson. 2, Junge. Ja, geisteskrank. Okay, ich bin auch auf der Z-Position. Und ich sehe auch bei Anderson Silva. Ich glaube, ich muss mal Seiten vorgehen. Okay, ja, geh mal auf eine andere Seite, auf die nächste. Okay, auf die nächste Seite. Ja, da sind schon ein paar andere. Okay, ist da was Gutes so dabei, sagst du? Also wir bleiben ja, auf der Seite. Also, da ist auf jeden Fall was Gutes dabei. Okay, dann nimmst du mal bitte die Nummer 3. Ja, also die 4 wäre krasser, aber die 3, damit kann ich auf jeden Fall leben. Damit okay, kann ich leben. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ey, wir haben einfach 3-4 Mal die gleiche Position gehabt, ne? Das ist ja, wirklich krass. Ja, das ist gestört, ja, Mann. Ja, das ist wirklich gestört. Okay, Freunde, bisher sehen die Teams eigentlich, ich weiß nicht, wie viel Chemie hast du? Ich habe bisher 8 Chemiepunkte. Heftig, ich habe nur 3 Chemie, ne? Alright, Freunde, wir kommen bei mir zu dieser Position. Und jetzt drücke ich auf 3 und jetzt möchte ich bitte, dass du dich konzentrierst. Okay, Seite 1, Spieler Nummer 10. Ich glaube, auf der 10 ist der sogar gar nicht so verkehrt. Okay. Ja, geh du mal auf deine Seite und nimm du bitte auch mal die Nummer 10. Nummer 10? Ja. Hätte ich vorher die eine Karte im Zettel bekommen, wäre das wirklich sehr geil. Aber das ist jetzt ein Bruch von der Chemie, sage ich dir offen und ehrlich. Also chemietechnisch ist bei mir maximal tot, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie sich das Team spielt. Aber wenn du willst, kann ich die Seite wechseln, kann auf der Seite bleiben, wie du willst. Da ist auf jeden Fall der eine oder andere Spieler, der hier gut ist. Geh mal auf zweite Seite, komm. Geh mal auf zweite Seite. Zweite Seite, 27,5, okay. Ja, ja, ja. Und drück bitte kaufen bei der Nummer 10. Nein! Wobei, warte, chemietechnisch passt die ehrlich gut rein, ne? Aber eine Frau im Tor in EAFC ist der Bruch. Ich nehme bei dir die Seite 1, Spieler Nummer 1. Spieler Nummer 1 ist okay. Passt, top, Freunde, passt, top. Ist okay. Langsam gehen wir auf jeden Fall zum Ende zu. Ihr werdet es auch komplett feiern, was ihr dann gleich sehen werdet. Freunde, wir kommen hier zu dieser Position mal bei mir. Ich würde sagen, ich stelle wieder 27,5k ein. Hab den letzten Spieler natürlich geholt und dann bitte schieß mir eine gute Spieler oder Spielerin ein. Okay, ich nehme hier bei dir jetzt Seite 3, Spieler Nummer 10. Es ist einerseits gut, es ist einerseits schlecht, aber ich glaube, es ist overall echt nicht gut, Mann. Es ist echt Ich habe echt relativ gute Position. Ich bin schon auch auf Suchen, sehe schon die Seite. Ja, nimm mal bitte bei dir die Nummer 2. Nein, wieso nicht Nummer 1? Ja, Seite, also er selber bringt Chemie für sich selbst, aber die Liga ist halt richtig tot. Aber das ist eine alte Fenerbahce-Legende. Vielleicht kennst du ein bisschen aus. Natürlich. Wer könnte das sein? Okay, Dzeko spielt ja gerade noch. Du sagst, die nicht mehr da spielen, ne? Batshuayi? Nee. nee. Batshuayi, so ein Süßer. Nee, ist eine Hero-Karte.
Ach, Kult. Ja, stark, Junge, Max. Mann, guck mal, Fan-Alter. Max, Alter. Super League, Super League, Türkei. Macher, ehrlich, Max. Er sagt Batshuayi. Also, lustig ist, Batshuayi chillt gerade auf der Bank in dem Spiel. Du, weißt du was, gib mir hier die Karte, komm. Mach noch perfekt, dann ist das ganze Team super. Okay, Spieler Nummer 5. Ja, okay, dann nehme ich, ist souverän, ist jetzt nichts Großes, ist nichts Wildes, aber nimmt man auf jeden Fall mit. Du nimmst mal bitte Spieler Nummer 1 auf der Seite. Okay, ja, warte, chemietechnisch halt wieder eine 0, glaube ich. Wie viel Chemie hast du? Ich habe mit ihm jetzt 8 Chemie. Ich habe 19 Chemie. Digga, das ist respektlos, ne? Ja. Wie viel Bewertung hast du? 87er Bewertung bei dir? Ja, 86er Bewertung. Also ich werde hier komplett gescampt, ne? Ich hoffe einfach, dass sich die geilsten Spieler wieder tauschen. Ich kaufe die Spieler und dann können wir zu der Finalrunde gehen, ne? Also finale Spieler. Let's go. El Grande der Final. Freunde, wir sind im Finale. Ihr seht beide Teams. Letzter Spieler. Wir suchen. Ich bin gespannt, welche Position du noch gelassen hast. Ich habe auf jeden Fall eine Flügelposition. Eventuell bei mir auch, aber mehr sage ich nicht. Okay. Ich bin schon am Suchen. Und diese Karte wird ehrlich gut reinpassen. Nenn mir mal was. Okay, ich nehme die Seite. Boah, die Seite. Such mal ein bisschen. Ich nehme die Seite C. Ich lasse mal ein bisschen suchen. Ich glaube, das war jetzt hier 3. Ich habe gerade nicht hingeguckt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sind. Ja, doch. Also ich würde eigentlich alle bis auf eine Karte nehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall die 9. Die 9 ist in Ordnung. Doku, Info. Oh, linker Flügel war ich. Ist gut. Okay, und jetzt würde ich sehen. Ja, vierte Seite bitte. 2, 3, 4. Ja, also es sind ein Spieler wäre perfekt. Nummer 4. Ja! Ist er geil! Das? Ja, genau, die ist es. Aber die war auch irgendwie 5-mal auf der Seite. Die passt chemietechnisch ehrlich jetzt sehr gut rein. Also, sie hat wirklich noch viel gerettet. Ich bin noch auf 13 Chemie gekommen. Wir kaufen die Spieler und sehen uns direkt im Spiel und gucken mal, was jetzt passiert. Let's go. Okay, Freunde, guckt euch das jetzt an, ne? 3 Spieler werden getauscht. Nein, das kriegt mein Theo. Ja, oh mein Gott, Theo, und dann das kriegst du. Ihr seht das, ne? 3 Spieler von mir sind zu Max gegangen und ich habe von Max jetzt 3 Spieler bekommen. Junge. Ruben Diaz und Renat hatte ich auch. Und diese Diani einfach Team, auch. Diani habe ich auch. Bruno Fernandes auch. Also, wir haben schon 4-5 Spieler echt genau gleich, Mann. Das Problem ist, wenn wir jetzt mit den Spielern, ihr seht die Spieler hier, die haben was anderes an. Guck mal hier zum Beispiel, die haben irgendwie so ein Trainingsdings an. Und wenn man mit denen jetzt ein Tor macht, zählt das doppelt. Ja. Das heißt hier, wenn ich jetzt mit Dilonzo oder mit Bruno Fernandes ein Tor mache, steht das 2-0. Deswegen werde ich versuchen, auf die zu feiern. Perfekt. Ja, nee, du hast echt gut gemoved, ne? Junge, sowas lernt man in Wolfsburg. Mit dem Spieler, wirklich. Also ich sehe schon, Ben ist chillt neben dir gerade, der springt nach rechts und los. Kite! Boah, Junge! Was? Das ist der Fenerbahce-Legende, Junge! Ich hab nie so ein Tor gesehen, ich meine, das ist krass ernst. Was ist das denn? Geil, Junge! Kite! Let's go! Bitte, nein, mach ihn doch, bitte, das kann nicht sein, ich schwöre auf alles, das geht gar nicht, das wären einfach zwei Tore, ne? Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, wie jemand so viel Pech hat in 2 Spielen, das ist so geisteskrank, 11 Meter verschossen in dem Gegensatz. Junge, das ist so krass gerade, das wäre einfach 2-1. Was für ein Spiel. Weißt du, was der für eine Flugbahn hatte? Also ich habe mein Gameplay laufen, Leute. Also das war eine Flugbahn, das war Knuckleball übrigens. Freunde. Bro, was ist das für ein Tor das gewesen? Das war völlig geisteskrank. What the fuck? Ich hab komplett die andere Ecke. Das war ungastbar, Freunde. Junge, wie war ich da reingegangen? Ich move komplett nach links, der Ball hat die so rein. Und das noch mit dem +2-Spieler. Ich glaube, Fascinator aber auch nicht bekommen, wenn du nicht gemoved hättest. Der war geisteskrank, Alter. Nee, hör mir jetzt auf, Junge.
Ja, jetzt kommt maximale Prime. Boah, hast du Son links außen? Ja. Normal oder in Form? Normal. Bruno! Digga, willst du mich verarschen? Was hast du für ein Tor? Bruno. Mit links? Was war das für ein Schuss mit links? Links? Junge, Bruno, bester Mann. Plus was zwei. Was für mit links? Nehme ich safe Tor mit, ja. Nehme ich safe Tor mit, Freunde. 3-3. Ich wollte erst mit Milinkovic selber machen, aber ich nehme lieber einen Ausgleich erstmal. Okay, ist in Ordnung. Ich kann ihn nicht angreifen. Oh mein Gott, ich Bruno! Jetzt, ich konnte ihn gerade nicht angreifen. Ich konnte ihn gerade nicht angreifen. Ich konnte den Controller kaputt machen, Leute. Ich konnte ihn nicht angreifen. Ey, Bruno Fernandes. Nach ein Schuss, zwei Schüsse, drei Schüsse, endlich. Ja, Bruno Fernandes ist aber auch der Allerechte, habe ich hier so ungefähr. Der ist gerade maximaler Macher, ne? Nein. Oh mein Gott, der war so schön. Wichtig, wichtig. Eigentlich sollte die Flanke auf Milinkovic Savic, sage ich dir ehrlich, der in der Mitte stand. Ich habe die nicht mal gesehen, aber passt. Nein! Ja! Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich möchte Schadensersatz haben. Ich möchte Schadensersatz, ich möchte Schadensersatz, ich fordere Schadensersatz ein. Ich fordere Schadensersatz ein. Ich fordere Schadensersatz ein. Das wäre die Niederlage. Digga, das glaube ich gerade nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ey, what the fuck, wer hat dir noch gehalten? Digga, was ist denn das? Was war das für ein Freistoß? Ich hab zu dem Spieler gepasst. Ich möchte das Spiel nicht mehr spielen. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich kann das nicht. So gut. Bro, was war das für ein Save? Das war geisteskrank. Also wirklich jetzt, das war völlig geisteskrank. Das ist also, ich sag nie mehr wieder was über sie. Ne? Sie wer stand bei dir am Tor? Diese Frau Perina, wie die heißt. Na okay, ich hatte Endler. Schade. Ich hatte auch Endler, diese Frau da. Ja, die war aber sogar ganz gut bei mir auch. Ne? Ja, geisteskrank, ey, das war einfach eine Niederlage, ne? Das war plus 2, weil du noch mit diesem Spieler drin warst. Geil, Freunde, ein Discard. Max stellt um und wir sehen uns. Okay, Freunde, ich habe fertig umgestellt. Ich sage euch ehrlich, es wird Bruno Fernandes werden, weil der hat mich gerade zerstört und zur Feier des Tages darf ich den dann noch discarden, weil der von meinem Team rübergetauscht wurde und der hat mich dann zerstört, dieser Impostermann. Was ist mit dem? Ja, komm, ich gehe einfach diesmal einfach auf den linken Innenverteidiger. Linker Innenverteidiger ist Di Lorenzo. Der war auch bei dir, glaube ich, ne? Ja, aber bei mir eine Goldkarte. 32k. Nein, ist ja. Diese Trailblazers-Karte. Ja, kein schlechtes Karten. Ja, oh, perfekt. Ja, machen wir so weg, Freunde. Ronaldo stand 11er übrigens. Der war so sehr, sehr knapp. Nein! Rechtes ZM war Doku. Der war, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was wert. Aber ansonsten ging es hier recht eigentlich. Ansonsten waren die alle immer 30k so wert. Also, ja, perfekt. Ja, Freunde, wenn ihr den Modus mehr SUB sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Lasst ein Like, lasst ein Abo oder wie gesagt, kurz vor 50k. Checkt auf jeden Fall unbedingt Max ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Wir sind beide auf jeden Fall auch raus. Und wenn ihr das Video seht, hatte ich schon meine OP. Checkt auf jeden Fall den OP-Blog ab. Wir sind beide raus. Haut rein. Ciao, ciao. Bis dann, Herz. Ciao, ciao.